Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal, was sich so in der Goodiebox Welcome Box befindet. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Goodiebox hat mir diese Box zugeschickt, um sie euch vorstellen zu können. Ich habe regulär auch ein Abo, wo ich monatlich die Box bekomme. Ich bezahle 19,98 € oder 19,95 € pro Monat. Und plus Energiezuschlag ist das, ne? Und wenn ihr euch neu entscheidet, die Box zu abonnieren, zahlt ihr die Hälfte des Preises, also ungefähr 9,98 € und bekommt so eine Box. Und dort sind Produkte drin mit einem sehr, sehr hohen Warenwert. Normalerweise ist in der dänischen Box ja so 5 Produkte immer ungefähr drin mit einem Warenwert von mindestens 70 €. Hier geht die Party einfach ein bisschen mehr ab, ne? So, dieses Design hatte ich jetzt so auch noch nicht. Ich sammle diese Boxen auch und mache mir daraus, sieht man das hier? Ich weiß nicht, da vorne habe ich auf jeden Fall ein Regal. Ich habe auch in meinem Lager ein Regal, wo ich die dekorative Kosmetik zum Beispiel reinpacke. Und jetzt möchte ich mit euch hineinschauen. Ich weiß nicht, welches Goodie es aktuell on top gibt. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch einen Link dazu reingesetzt. Da findet ihr dann da kommt ihr dann direkt auch zu der Homepage, wo ihr die Box abonnieren könnt. So, einmal geöffnet, das habe ich hier und dann steht A Big Welcome to Happy Self-Care. Also man wird begrüßt, ist leider etwas transportbedingt verschoben, dass man jetzt ja ein bisschen sich um sich selber kümmert. Denn du hast hauptsächlich Pflege in der Goodiebox drin enthalten, ab und an auch ein bisschen dekorative Kosmetik, aber das Gros ist tatsächlich Pflege. Wir haben auch immer recht wenig Verpackungsfüllmaterial, sodass wir hier jetzt auch ein Seidenpapier haben. Was ich mal zur Seite schlage, oh, dieser Duft von kommt mir direkt entgegen. Und hier sehen wir dann einmal den Inhalt von der Box, den ich euch einmal ein bisschen vorstellen möchte. Hiervon kommt der Duft und das hatten wir, also wenn man schon Abonnent ist, dann hat man das ein oder andere Produkt auch schon mal in der Hand gehalten, weil quasi die Auswahl in den Boxen quasi aus vorigen Boxen besteht. Ne? Also dass da einfach sehr beliebte Produkte, weil man, glaube ich, die auch sogar bewerten kann, ne? Zusammengepackt werden zu einer Box. Und hier habe ich das Pineapple and Coconut Prep and Prime Polishing Primer mit, ich weiß immer noch nicht, was Horsetail Extract ist, keine Ahnung. Pferdeschwanzpflanzenextrakt. Ich blende euch das bei, keine Ahnung. 100 Milliliter sind hier drin und das machst du dir im Prinzip drauf, bevor du deine Haare stylst. Du kannst es aber auch verwenden, bevor du deine Haare föhnst, weil auch das ist ja irgendwo ein Styling-Schritt. Ich style meine Haare nämlich nicht wirklich. Also ich habe jetzt einen Hintenbommel, manchmal habe ich einen Obenbommel, manchmal habe ich einen Seitenschwanz, manchmal habe ich einen Hintenschwanz. Und manchmal habe ich die Haare einfach offen. Ne? Und so schaut es aus. Es riecht unfassbar gut. Bin ja eigentlich nicht so der Ultra-Kokos-Fan, aber das hier riecht wirklich, wirklich angenehm und das wird auch demnächst mal in meine Haare reinkommen, tatsächlich als, nachdem ich meine Haare, gewaschen habe, ne, dass man das reinmachen kann. Dann ist hier drin ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt von Skön Repair Mikrobiom Night Cream mit Peptiden, Vitamin E und so weiter und so fort. Unbeduftet 30 Milliliter, also einfach mal eine Nachtcreme, die man dann verwenden kann, um halt die Hautbarriere wiederherzustellen, was ich immer ganz nett finde. Ne? Also das ist auch immer so für mich sehr, sehr wichtig, denn ich muss einfach sagen, in den Jahren, wo ich hier YouTube mache, habe ich mich auch ein bisschen mehr mit meiner Skincare beschäftigt und habe herausgefunden, dass meine Haut super sensibel ist. Das wusste ich vorher nicht. Und da sollte ich einfach immer ein bisschen mehr Liebe für geben und habe dann auch von Anfang an angefangen, meine Hautbarriere zu stärken. Und das muss ich auch immer wieder aufs Neue machen, weil die Haut sich ja auch immer wieder regeneriert. Ne? Also sie erneuert sich ja immer wieder alle paar Wochen. Und dementsprechend ist es für mich ein Riesending, immer wieder meine Hautbarriere zu stärken und das Ganze wieder schön hinzukriegen, aber im Prinzip muss ich sagen, wenn ich mir das so angucke, gelingt es mir doch ganz gut und diese Creme wird einem dabei auch auf jeden Fall helfen. Eine Nachtcreme kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Dann ist was für die Haare mit dabei. Da ich meine Haare, wie gesagt, nicht wirklich style, verwende ich das jetzt nicht so unbedingt von Gold. Das Texturizing Spray Wax mit 75 Millilitern. Ein Sprühwachs, was man definitiv gut gebrauchen kann, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Textur in die Haare kriegen möchte, dass es nicht so platt aussieht. Ein bisschen diese Beach Waves oder so oder Beachy Look oder sowas haben möchte. Ne? Es ist gar nicht so verkehrt. Ja, aber wie gesagt, für mich jetzt nicht so unbedingt etwas. Und Wachs ist ja eigentlich auch so ein Ding, was sich dann ja auch immer wieder formen lässt. Also ich habe selber bei mir noch nicht ausprobiert. Das hier habe ich noch tatsächlich bei mir, dass ich das demnächst in Anwendung nehme von Zarco Beauty bei Oli Nail and Cuticle Oil. 12 Milliliter sind hier drin. Ich mag sehr, sehr gerne Nagelhaut und Nagelöl. Einfach
weil nicht nur meine Hautbarriere gestärkt werden möchte, sondern auch meine Nägel, meine Haare, alles muss bei mir irgendwie gestärkt werden. Ich weiß auch nicht, es ist alles sehr sensibel bei mir, auch meine Zähne. Tatsächlich. Und deswegen kommt sowas ganz gut. Ich gebe mir das gerne abends auf meine Füße, so ein Produkt, ne, dass ich dann halt direkt das auf den Fußnägeln habe. Und wenn ich dann eh schon dabei bin, dann mache ich mir das auch auf die Finger. Selbst wenn ich dann ja auch lackierte Nägel habe, komme ich ja an meine Nagelhaut damit. Ne? Und das ist eine ganz gute Sache, weil ich bin so eine Trine. Ich bin keine Nägelkauerin, ich bin eine Nagelhautkauerin. Und wenn hier ja oben so ein Bitzchen absteht, dann fange ich an zu knibbeln, fange ich an zu, ne, sollte man nicht machen. Damit macht man das alles irgendwie nur noch schlimmer. Und sowas hilft einem einfach, ne? Dass das alles ein bisschen gestärkter ist und gar nicht erst dazu kommt, dass man möchte, dass man knibbelt. Auch richtig cool, ein Pinsel. Ich mag den Nirei-Pinsel richtig gerne. Und hier haben wir einen Eyeshadow-Brush drin, die 223. Das ist so ein etwas fluffigerer Shader-Pinsel, der halt so ein bisschen zusammengedrückt ist, ne? Damit kannst du wirklich toll arbeiten. Ich habe heute auch den Look mit so einem dicken Shader-Pinsel gemacht und das ist im Prinzip ein Quad, was ich verwendet habe. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Liquid Eyeshadow drauf gemacht und fertig war die Laube. Also wirklich richtig cool, das habe ich euch auch abgedreht. Ich weiß nicht, welches Video jetzt eher online kommt, ne? Verlinke ich euch sonst im i. Genau, aber so ein Lidschattenpinsel ist super. Die Nirei-Pinsel mag ich sehr gerne leiden. Da muss ich gucken, ob ich den schon habe. Hey, die Attacke des Lidschattenpinsels. Und das finde ich einfach großartig. Wir haben ja einfach eine große Lidschattenpalette drin. Ne? Das ist von The Beauty Crop, eine Eyeshadow-Palette. Made with Coffee Extract. Also die schreibt meinen Namen. Ja, und es ist jetzt ja auch gerade dieser Latte-Trend voll in. Ne? Deswegen finde ich das sehr, sehr genial, dass es mit drin ist. Es Espresso Yourself. Und das ist halt die Sache. Du hast hier manchmal einfach mal eine Lidschattenpalette drin. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Und die Lidschatten sind sehr tragbar, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich bin ja so eine bunte Maus, aber ich finde es cool, wenn in Boxen auch Paletten drin sind oder Produkte, die mehrere Leute dann auch verwenden wollen würden, weil nicht jeder mag im Alltag einen grünen Lidschatten. Ne? Das ist einfach so und deswegen finde ich es sinnvoll, wenn wir hier dann auch eine etwas zurückhaltendere Geschichte haben. Aber wie wunderschön ist diese Palette. Also wie gesagt, 9,98 €, dann kriegt ihr die Box, ne? Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, dass das Skön-Produkt das Goodie on top ist. Die ist optisch, die wird, also definitiv werde ich euch die mal testen. Die Marke habe ich, glaube ich, in Masken mal gesehen. Und das ist halt wirklich eine absolute Nude-Palette, absolute Alltagspalette. Ne? Sieht jetzt nicht super fancy aus oder so. Manche mögen sagen, es wäre langweilig, aber es passt halt einfach zum Zahn der Zeit. Ich rieche leider keinen Kaffee. Nö. Das wäre es ja, ne? Wenn du dich schminkst und alles riecht nach Kaffee. Nein, das finde ich cool. Also allein wegen der Verpackung bin ich jetzt Opfer, ne? Das muss ich sagen. Ja, das ist jetzt einmal der Inhalt der Box. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte haben wir hier drin. Das sind 5 Produkte und ich glaube, dass die Skön-Geschichte das Goodie on top ist. Ich finde, dass es gut gestaltet ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil wir haben hier einen tollen Mix aus Haarpflege, wobei doch Gesichtspflege, Körperpflege würde jetzt vielleicht noch ein bisschen fehlen. Dekorative Kosmetik ist ganz weit oben auf, also ich feiere die Box. Das ist eine ganz, ganz schöne Welcome-Box, um halt den neuen Abonnenten zu sagen, hey, wir sind Goodiebox und wir begrüßen dich ganz herzlich und ja. Deswegen, finde ich schön. Ne? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein, da können wir uns gerne austauschen. Und in der Infobox ist der Link dazu. Ja, das war's hier. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.